Hallöchen, meine Lieben. Ich habe ein weiteres Do-It-Yourself für euch. Yay! Ich wollte schon lange mal das Bookfolding ausprobieren. Es ist wirklich gar nicht so schwer. Und ja, ich zeige euch einfach mal, was ihr braucht. Und zwar braucht ihr die Vorlage, ein Buch, ein stinknormales Lineal, was wir auch als Falzbein oder Hilfe benutzen können zum Falten. Und ein Bleistift. Diese Vorlagen habe ich im Internet gefunden, weil ich eigentlich zu faul war, mir selbst Vorlagen zu machen. Ihr könnt euch kostenlos anmelden. Ich werde es euch gerne unten verlinken. Und wie ihr seht, wir machen heute einen Stern. Ihr müsst nichts schneiden oder so. Es ist super einfach. Hier in der Vorlage, mein Drucker ist nämlich echt schlecht, seht ihr die ganzen Seiten, also die Seitenzahlen. Ich empfehle ein Buch, nicht nur ich glaube andere auch, ein Buch mit einem festen Einband, weil es dann besser steht. Aber ihr könnt auch ein stinknormales anderes Buch nehmen, einfach mal um zu testen, ob es funktioniert. Zuallererst schaue ich mal, wie viele Seiten mein Buch hat. Meins hat leider sehr, sehr viele Seiten, 1073, deswegen müssen wir leider rechnen. Ist aber auch nicht so dramatisch. 1073 haben wir also. Die müssen wir jetzt abziehen von der maximalen Anzahl der Seiten, die wir falten können. Und das sind 623. Die teilen wir jetzt einfach mal durch 2, weil wir natürlich möchten, dass unser Stern in der Mitte sitzt. Also beginnen wir ab Seite 311,5. Diese Zahl gibt es nicht, also runden wir entweder auf oder ab, je nachdem, wo die Seite ist. Klang jetzt sehr kompliziert, ne? Versucht es einfach mal. Wie ihr seht, ich beginne jetzt ab Seite 311. Jetzt zeichne ich genau die Linien per Hand nach, die auf meiner A4-Seite sind, weil wir uns genau in diesem Rahmen bewegen. Das ist sozusagen unser Rahmen. Ich bin so ein Freestyle-Mensch, deswegen habe ich es frei Hand gemacht, aber weil mein Gewissen mich gestört hat, habe ich es nochmal mit einem Lineal nachgezeichnet. Wenn ihr es super korrekt machen möchtet, nehmt einfach ein Lineal, messt nach und markiert euch die Stellen und dann macht ihr einen Strich. Jetzt legen wir einfach unsere Vorlage unter ein paar Seiten, sodass wir die Linien außen noch sehen und markieren den grauen Balken. Dann nehmen wir uns einfach ein Lineal und falten. Und das Lineal ist eigentlich auch ein super Falzbein, also das heißt, ihr müsst nicht mit den Fingern dran rum falten, sondern ihr könnt einfach mal mit einem Lineal drüber gehen und es ist eigentlich auch super sauber. Ihr habt das nicht verstanden? Okay, ich auch nicht wirklich. Okay, nochmal. Schnappt euch euer Lineal und los. Also, erstens schauen, dass euer Rahmen stimmt. Nehmt einfach euer A4-Blatt, das ihr ausgedruckt habt, mit eurer Vorlage und zeichnet oder markiert die Außenstellen nach. Dann nehmt ihr euch einfach ein paar Seiten, so dass ihr die Ränder noch seht, damit ihr euch daran orientieren könnt. Dann legt ihr eure Vorlage direkt darunter. Und drittens, ihr versucht es jetzt wirklich anzupassen. Also schaut, wo eure Seitenränder seid. Seht ihr? Da oben und da unten. Dann nehmt ihr euch euer Bleistift und zeichnet die Balken nach. Einfach nur außen zwei Striche machen und wegstreichen, damit ihr auch wisst, wo genau ihr seid. Dann nehmen wir unser Lineal als Hilfe und falten. Ganz einfach. Das ist wirklich kein Hexenwerk. Okay, dieser blöde Vorführeffekt. Okay, wie ihr sehen könnt, das ist jetzt, der graue Balken. Und das machen wir immer und immer und immer wieder, bis wir alle unsere Seiten haben. Ich zeige euch hier jetzt nochmal kurz, wie das ist, wenn ihr nicht richtig falten könnt. Also wenn ihr so einen komischen Knick habt, dann faltet ihr innen einfach nochmal. Also so mache ich das. Jeder macht es anders. Versucht es einfach, probiert da einfach rum. Und das machen wir immer und immer wieder. Ich brauche für das Ganze mittlerweile nur eine Stunde. Also konzentriert, also es geht. Macht euch doch keine Sorgen. Und unser Stern ist fertig. Ihr könnt super viele Muster machen. Also ihr könnt auch einfach einen Schriftzug machen, euren Namen, Blumenbouquet, Sterne, was auch immer ihr möchtet. Ihr könnt jetzt euer Buch nochmal ein wenig schicker machen, dass man den Buchrücken nicht sieht. Und ich habe hier noch so ein bisschen Folie über. Ihr könnt auch Geschenkpapier nehmen oder einfach mal mit Acrylfarbe drüber malen. Und fertig ist das Geschenk. An sich finde ich, ist das eine ziemlich gute Idee, um auch eure alten Bücher ein wenig zu
upcyclen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und ich würde mich freuen, wenn du einfach das nächste Mal vorbeischaust. Also, bis dann!